kann ein ehemaliger Topmanager und Vorstand eines größten, einer größten Konzerne der Welt, jemand, der Businessman des Jahres war und hunderte von Millionen Euro an der Börse jongliert hat, uns was über Bewusstsein erzählen, über die ökologische Rettung der Welt möglicherweise und über Tugenden? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen wollen. Und ja, er kann und wir werden darüber jetzt sprechen. Willkommen zur dritten Lebensenergiekonferenz. Mein heutiger Interviewpartner ist Bernd Kolb. Hallo Bernd. Hi. Der bekannt ist als einer der größten Innovationsmanager, Internetpionier, Unternehmensvisionäre oder auch Business Punk von manchen genannt, bei dem wir hier heute live zu Gast sind, zu Hause. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Gespräch. Okay, vielleicht zuvor erzähle ich ein bisschen was über dich. Vermutlich kennen dich noch nicht alle, die uns zuschauen. Also du bist jemand, der eigentlich, was das Unternehmerische anbelangt, so ziemlich alles erreicht hat. Angefangen als Punkmusiker, sehr amüsant, tatsächlich auch vorher schon Punk. Hast du mit 22, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon deine erste Marketingagentur gegründet, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben. Genau. Die dann durch deine verrückten, innovativen Ideen und offensichtlich unkonventionelles Gebaren im Geschäftsleben sehr schnell erfolgreich war und ganz schnell in der Champions League war, sehr, sehr viel Erfolg hatte. Daraus ist dann eine IT-Agentur geworden, die dann sogar Jahre später an die Börse gegangen ist, wo du dann wirklich hunderte Millionen jonglieren konntest. Dann bist du irgendwann ausgestiegen, hast es gelassen und warst mal kurzfristig bei der Telekom, Innovationsmanager und Vorstand sogar. Einige hunderttausend Leute unter dir. Und da bist du aber nach 2 Jahren wieder ausgestiegen und hast im Prinzip dein Managerleben an den Nagel gehängt, kann man vielleicht so sagen, und hast dann seitdem machst du deine eigenen Sachen und reist durch die Welt und bist auf der Erforschungsreise des Bewusstseins, kann man vielleicht so sagen. Ja, erste Station war Marrakesch. Da hast du jetzt inzwischen ein Hotel gebaut unten oder zwei Hotels sogar, ne? Eins. Eins davon ist eher so ein Seminarzentrum, oder wie soll man das nennen? Ja, ich nenne es Place of Inspiration. Okay. Ist ein inspirativer und inspirierender Ort, wo Leute entweder einfach so hingehen, weil sie es schön finden, oder auch dort arbeiten, Seminare machen, alles Mögliche. Ja, wie ich gelesen habe, das eine Hotel ist auf jeden Fall, muss ein traumhafter Platz sein, hat, glaube ich, als einziges Hotel überhaupt auf der Welt, wenn ich es richtig gelesen habe, viermal Viermal. den Preis für bestes Hotel der Welt bekommen. Den World Halleluja. Hotel Award, World ja. Hotel Award. Ja. Respekt. Ja. Genial. Und im Zusammenhang mit Marrakesch hast du jetzt diesen, hast du so einen Think Tank, kann man vielleicht sagen, gegründet, so ein, wo nennt sich auch Club auf Marrakesch, wo du alle möglichen Denker und Vordenker und Querdenker und Unternehmer und Wissenschaftler und spirituelle Lehrer und so weiter zusammenführst, damit die sich mal überlegen, wie wir die Zukunft gestalten können. Kann man das so sagen? Naja, eher damit sie sich austauschen, um mal zu verstehen, wie viele verschiedene Perspektiven es auf Zukunft gibt. Weil wir in unserem Denken ja nun sehr häufig, je weiter wir kommen, je erfolgreicher, berühmter wir werden, je mehr spezialisieren wir uns ja auch auf ein bestimmtes Thema. Und da wir heute in einer sehr komplexen Welt leben, hat jeder nur einen Teil der Wahrheit. Und deswegen gibt es ja auch dieses schöne Wort der Wahrnehmung. Jeder nimmt halt den Teil der Wahrheit, den er nimmt. Und ich fand es sehr spannend, aber sehr viel persönlich da lernen dürfen, wie unterschiedlich es durch Tätigkeiten, Kulturen, wie viele unterschiedliche Perspektiven es auf die Welt gibt. Na, auf jeden Fall hast du den Vorteil durch deine Vergangenheit, durch diese ganzen weltweiten vernetzten Verbindungen mit Menschen aus allen möglichen Regionen und Disziplinen, sage ich mal, Wissenschaften auch, die diese Leute auch wirklich, die Top-Leute zusammenzubringen. Das ist ja spannend. Alles ist spannend, ja. Genau. Und wie ich gerade erfahren habe, was ich vorher noch gar nicht wusste, nach Marrakesch lebst du jetzt gar nicht mehr dort, sondern bist jetzt vor allen Dingen in Asien. Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Also wir haben das hier auch liegen, kann man ja mal kurz zeigen, dieses tolle Buch hast du gerade dieses Jahr ist rausgebracht, Atman,
Das ist mehr oder weniger das Ergebnis einer dreijährigen Asienreise, bei der du wirklich wortwörtlich auf der Suche nach den Wurzeln des Bewusstseins warst oder nach wie vor bist und inzwischen lebst du auch da. Ja, ich lebe mittlerweile auf Java in Yogyakarta und war jetzt aber 3 Jahre lang tatsächlich in der ganzen Region unterwegs. Auf der Reise zu Orten, wo letztlich diese ganze Weisheitstradition eigentlich im Ursprung der Menschheitsgeschichte auch entstanden ist. Und habe mich da mehr oder weniger nicht nur damit beschäftigt, da mal mehr drüber zu verstehen, sondern vor allen Dingen die Dinge, die dort gemacht werden, auch zu erleben. Und das war sehr spannend. Und das Atman-Buch und auch das ganze Atman-Werk ist eines der Ergebnisse dieses Tuns. Und das Buch ist relativ neu. Das kam jetzt im Oktober raus, gerade frisch. Und die Ausstellungen beginnen jetzt. Und das ist ein sehr spannender Moment auch, jetzt diese Dinge, die ich dort mitbringe, auch tatsächlich in dieser westlichen Welt mal auf den Tisch zu legen und mal zu schauen, wie die Menschen damit umgehen, welche Erfahrungen sie damit machen. Ja, auf jeden Fall. Also dieses Buch kann ich nur jedem empfehlen. Das ist zu lesen gibt es da nicht viel, aber sind eigentlich nur unglaublich bewegende, tief bewegende Fotos von hauptsächlich Gesichtern von Menschen aus dem asiatischen Raum. Wirklich, wirklich beeindruckend. Möchte ich gerne am Schluss auch deutlich mehr darüber sprechen, aber vorher würde ich gerne so ein bisschen noch über deine sonstigen Wege sprechen. Und einer der zentralen Punkte, die ich in der Recherche immer wieder lese und immer wieder lese, du bist so der bekannt, auch hast dafür auch, weiß nicht, an die 100 Preise überall auf der Welt so Businesspreise bekommen, dass du so der Top-Innovationsmensch bist, warst, von Anfang an warst, offensichtlich schon. Würde mich natürlich interessieren, also wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, du warst erst Punkmusiker und hast dann irgendwie dieses, ich mache, was ich will, ich scheiße was auf die Regeln, ich breche die Regeln, ich mache meine eigenen Regeln, ich muss auch nichts lernen, ich brauche keine Jodeldiplome. Haben wir übrigens gemeinsam, ich habe auch keine, weil es einfach nicht ging. Wie ist das entstanden? Also ist das immer schon irgendwie, hat das immer schon in dir gebrodelt, als Kind schon? Oder wo kommt dieser Drang her, immer das Unbekannte zu erforschen? Also ich denke, der größte Antrieb ist die Neugier. Ich bin ein neugieriger Mensch und bin, wenn mich Dinge interessieren, aber auch jemand, der sich dann damit auseinandersetzt. Und da ich eben sozusagen der Gegenentwurf zum Spezialisten bin, sondern eher ein Generalist, und ich so viele verschiedene Sachen spannend finde, kam es eben dazu, dass im Laufe meines Lebens, wo ich dann an den verschiedenen Themen auch teilweise gearbeitet habe und Dinge gemacht habe, dass ich mehr und mehr verstanden habe, dass am Ende des Tages alles zusammenhängt. Dass man also im Grunde aus dem Silo heraus tatsächlich nur immer einzelne Aspekte einer Geschichte versteht. Und das Spannende eben für mich ist, zu sagen, wo hängt was mit was zusammen? Und wie verstehen wir dann das, was wir vielleicht ganzheitlich nennen können, besser? Und in einer Welt, die heute eine noch nie dagewesene historische Komplexität erreicht hat, wird das immer schwieriger. Und ich glaube, dass das sicherlich eine der größten Herausforderungen heute ist, nämlich diese Komplexität so zu durchdringen, dass wir in der Führung, in dem, was wir Leadership nennen, dass wir Leute haben, die Zusammenhänge verstehen. Und eben nicht mehr singulär ihre Einzelinteressen versuchen durchzuboxen. Und das wird sicherlich ein großes Rad sein, an dem sich diese Menschheit wird messen lassen müssen und an dem sich entscheiden wird, ob es dafür dann auch noch tatsächlich eine Zukunft gibt. Mir fällt gerade spontan ein Songtitel ein, den ich seit ein paar Jahren wirklich so als nettes Leitthema dafür finde, der von, ich weiß gar nicht, wie heißt der, Flo Mega. Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke. Finde ich sehr genial.
auf den Punkt gebracht. Okay, aber du warst jetzt wirklich bekannt oder bist bekannt als der Innovations- oder der Innovator, der Innovationsmanager, der Neumacher. Du bist ja dafür auch gut bezahlt worden von vielen Firmen auf der Welt. Also du musst da ja irgendwas verstanden haben, wie Innovation funktioniert. Was mich interessieren würde, wo ich auch glaube, dass das die Schnittmenge vielleicht ist mit unserem Megathema oder nicht mega, mit unserem Metathema, so wollte ich sagen, nicht mega, nämlich Lebensenergie. Wie kann ich Lebensenergie kultivieren, was für mich so das Symbol ist eigentlich für diese Kraft, die wir brauchen. Was kann man, kannst du erklären, was so die Dynamik von Innovation ist? Also was die Prozesse innerlich, die da stattfinden oder bei dir stattgefunden haben, kann man das Leuten erklären? Also ich glaube, ein wichtiger Energieträger bei dem Ganzen ist Spaß am Spiel. Wenn man Innovation erzeugen will, dann ist ja sozusagen der Kardinalfehler, den viele machen, die Planung derselben. Also wenn ich sage, jetzt will ich aber innovativ werden, jetzt denke ich mir aber die Innovation quasi aus, so, wenn ich das aus altem Denken heraus tue, ist es nicht innovativ. Und wenn du nicht komplett für verrückt erklärt wirst, wenn du den ersten Gedanken, die erste Idee hast, die von irgendwo herkommt, dann ist es nicht innovativ. Zumindest nicht disruptiv innovativ. Viele verwechseln ja auch Innovation mit Invention. Also, dass wir jetzt einen Intervallscheibenwischer am Auto haben, ist für viele Innovation. Im Endeffekt ist es Invention. Ja, wir machen das Bestehende besser oder effizienter. Das ist nicht Innovation. Innovation ist tatsächlich etwas zu machen, was es vorher nicht gab. Und um auf sowas zu kommen, kann man eigentlich, wenn man das beobachten will, kann man Kinder beobachten, wie sie spielen, wie sie aus Dreck Städte bauen, aus ihrer Fantasie heraus Dinge machen. Wenn man Kindern ein paar Kartons und ein paar Stifte gibt, entstehen unglaubliche Dinge. Aus etwas, was man vielleicht Fantasie nennt, heraus. Und Kinder haben halt diesen riesen Vorteil, dass sie eben noch nicht in diesen Leitplanken des Gut und Böse und Richtig und Falsch denken. Und eine echte Innovation hat im Ursprung etwas zu tun mit Inspiration. Also irgendwoher kommt eine Inspiration, für die man sich öffnen muss und der man selber erstmal offen gegenüberstehen muss. Wenn man dann eine solche Idee überstehen muss, Leben erwecken möchte, dann geht es ja auch weiter. Du musst ja dann Leute davon überzeugen, dass sie da beitragen sollen, dass sie daran glauben. Denn die Innovation ist im ersten Schritt nicht beweisbar. Du weißt auch tatsächlich nicht, ob das überhaupt funktioniert. Und wenn du dafür eine Vollkaskoversicherung brauchst, dann erklärt sich, warum eben die großen Konzerne meistens nicht innovativ sein können. Weil da kommt irgendeiner ums Eck und sagt, ja, aber da muss ich aber genau wissen, wie viel das kostet, wie lange das dauert, wann ich was kriege und so. Und ich kann dann immer nur sagen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, aber ich muss ja mindestens mal eine Garantie kriegen, dass es überhaupt funktioniert. Dann kann ich auch nur sagen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber wir können es mal probieren. Und das ist für mich Innovation, diese Lust am Spielerischen in der Form eines Spielplatzes, wo Menschen mit Fantasie, mit Dingen umgehen dürfen und spielen dürfen, ohne dass man sie zu schnell festnagelt auf ein bestimmtes Resultat, das man sich selber schon ausgedacht hat. So entstanden meiner Meinung nach die großen Innovationen, zum Teil natürlich auch aus der Beobachtung von Natur und Umwelt, also die Erfindung des Rads war sicher eine, da war jetzt nicht nur einer, der eine Schnapsidee hatte, sondern das war natürlich eine sehr praktische Sache, dass man dann mit einem Rad Dinge transportieren konnte, leichter und so. Also auch Not ist etwas, was erfinderisch machen kann. Das ist sicherlich auch ein Thema. Das war jetzt bei mir eben weniger der Antrieb. Bei mir war es tatsächlich eher so, dass ich Dinge gesehen habe, die ich mir vorstellen konnte, was andere sich in dem Moment wahrscheinlich weniger haben vorstellen können. Und ich dann immer gesagt habe, das probieren wir mal aus, ob wir das hinkriegen. Und ich in meinem ganzen Leben so wahnsinnig oft mit diesem Satz, das geht nicht, konfrontiert worden bin. Und aber durch meine heutige Lebensgeschichte so oft bewiesen habe, dass der Satz nicht stimmte. Und dann braucht man halt noch als letztes Element eine bestimmte Beharrlichkeit,
dass man sich nicht verrückt machen lässt von solchen Sätzen und von diesen Leuten, die halt eher Verhinderer sind oder Unterlasser sind und nicht Unternehmer sind. Und muss da an sich glauben, braucht ein bisschen Selbstvertrauen auch. Und dann sind das, glaube ich, so die charakterlichen Elemente, die man fördern kann in seinem Leben. Und dann ist Innovation eher die Folge. Mhm. Steckt dahinter auch so ein Antrieb von, ich weiß, dass es besser oder anders geht und ich beweise es euch? Nö, also bei mir gar nicht. Ich wollte noch nie irgendjemand was beweisen und will es auch heute nicht. Ich habe das wirklich immer aus der Lust an der Sache gemacht, ob das jetzt nun im kreativen Bereich war, Musik machen, Punk, weil du es jetzt zweimal erwähnt hast, Punk war ja damals im Grunde auch mal zu sagen, wir reißen das Alte ein und machen was Neues. Mhm. Das war quasi um des neuen Willen, weil sich die Musik damals in den 70er Jahren mit diesem Bombastrock und Pink Floyd und Genesis und so weiter hat sich ja in so eine Produktionsschlacht entwickelt, dass sozusagen es notwendig war, dass man riesige Budgets brauchte, um eine Platte zu produzieren und die Plattenfirmen haben dann die Kleinen gar nicht mehr gedraftet, weil nur noch die Großen und so weiter, die sogenannten Supergroups, da zum Zuge kamen. Und dann kam eben etwas, eine Gegenbewegung zu sagen, wir machen es wieder einfach, Bass, Gitarre, Mikrofon und Schlagzeug und sind laut und schräg und gehen sozusagen gegen diesen Perfektionismus in der Musik. Mhm. Und damit war Punk nichts anderes als ein wichtiger Zwischenschritt zu sagen, hey, Rock'n'Roll geht auch so und ging auch so. Und aus Punk heraus sind ja dann in den 80er Jahren unglaublich viele Musikstile entstanden, die erst möglich gemacht worden sind, weil man durch diese Befreiung von diesem Klebstoff endlich wieder tatsächlich Neues und Kreatives ermöglicht hat. Mhm. Und so war mein ganzes Leben eigentlich, wenn man so will, in der Mechanik Punk. In der Mechanik. Deswegen, also passt das mit Business Punk, ja, in gewisser Weise. Ja, also ich finde nach wie vor Punk, ich meine, das haben jetzt viele Journalisten aufgegriffen, weil sie das alles so lustig finden. Ich habe es gar nicht so sehr von mir hergetragen, aber es ist schon so, ich bin letztlich in dem Sinne ein Punk, ob nun Business Punk oder Kunstpunk oder was auch immer. Ich bin ein Punk in dem Sinne, dass ich sehe, wenn Dinge starr werden. Mhm. Und sich so verkleben und die Räume enger werden, dann stirbt die Freiheit. Und da ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, platzt mir dann der Kragen sozusagen, Gott sei Dank, weil wenn der dann geplatzt ist, dann kann ich mich wieder besser bewegen. Und ich habe ja nun in meinem Leben viele verschiedene Dinge getan und mir ist diese Freiheit, Dinge tun zu dürfen, wenn es mir ein Anliegen ist, eben sehr wichtig. Aha. Und was mich interessieren würde, wie lebt sich das als Rulebreaker, Innovator, wenn du ständig, also ich habe das Gefühl, oder so wie ich das recherchiert habe, auch das ist bei dir eigentlich immer so ein Antrieb, so, wenn Grenzen geht nicht und wenn mich jemand einsperren will, dann breche ich aus und dann breche ich auch die Regeln, wenn es sein muss. Dadurch bist du ja, aber lebst du ja irgendwie in einer gewisser Weise immer in so einer Anspannung gegen den Status quo, sage ich mal. Wie lebt sich das? Ist das eher ermüdend oder war das eher ermüdend oder ist es eher so die Lebensenergie full force geritten? Also ganz ehrlich, ich glaube, du bringst Neues nicht ins Leben, indem du gegen das Alte bist, sondern du musst fürs Neue sein. Mhm. Deswegen hatte ich diesen Krampf nie. Okay. Also ich habe nie das Alte ablösen wollen, sondern die Lust war immer, das Neue ins Leben zu bringen. Mhm. Und ich glaube, dass das für vieles gilt, dass Veränderungen auch im persönlichen Bereich nicht zu machen sind, indem man frustriert über das Alte ist, sondern indem man Lust aufs Neue kriegt. Mhm. Und wenn es darum geht, dass wir sagen, dass diese Gesellschaft auch in ihrer Gänze sich ein bisschen verändern muss an manchen Stellen, damit es nachhaltig wird, dann muss man Lust aufs Neue machen. Wenn man da aufs Alte draufhaut, auch übrigens Lebenserfahrung, denn natürlich habe ich am Anfang diesen Fehler auch gemacht, zu sagen, ich muss den Leuten klar machen, was alles fatal läuft. Und dann werden die schon. Und das ist meiner Meinung nach aber eben völlig der falsche Ansatz,
Und das war in vielen Dingen so. Wenn man jetzt das Internetthema nimmt, ich wollte nicht Reisebüros abschaffen, indem ich die erste Online-Reiseplattform gemacht habe. Mir ging es also nicht darum, dass mir Reisebüros auf den Senkel gegangen sind und ich gesagt habe, den mache ich jetzt in Garaus. Sondern ich fand das eben lustig, dass man das von zu Hause aus machen kann und dass man da irgendwie nicht einen nervösen Verkäufer vor sich hat und so. Und ich habe das immer aus der Lust am Neuen gemacht. Und ich glaube, dass das im positiven Sinne ein viel dynamischerer Antrieb, viel stärkerer Antrieb ist, als wenn man jetzt versucht, das Alte kaputt zu machen. Wichtiger Punkt. Also, weil diese ganze Burnout ist ja so quasi die Modekrankheit, wollte ich gerade sagen. Also, es sind jetzt sehr verbreitete, sie sich ausbrennen, weil es aber auch eben Kampf ist und auch nur Kampf sein kann, wenn es immer nur gegen ist. Und diesen Punkt finde ich sehr wichtig, dass man, wenn man sich auf das Kreative, auf das Schaffen von Neuen fokussiert, dass es dann eher, so empfinde ich das auch, eher so ist, so, okay, jetzt kommt eigentlich erst richtig die Lebensenergie in Wallung, auch wenn ich 20 Stunden arbeiten muss, notfalls, weil es eine ganz andere Stoßrichtung ist, sozusagen. Was mich interessieren würde, ist, also du bist ja jetzt vielleicht extrem, ich kann mich da gut mit identifizieren, weil ich eh nicht unterwegs war, wenn ich auch nicht leider keine Millionen gemacht habe bislang. Aber glaubst du, dass das irgendwas ist, was so ein paar Leuten, die sind so genetisch angelegt, so das sind so die machen, die müssen immer neu machen oder alles in Frage stellen? Oder ist das eher, glaubst du, dass das jeder in jedem veranlagt ist, so diese innovative Kraft? Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die schöpferische Kraft in jedem Menschen steckt, und zwar ausnahmslos. Das ist ein Teil des Wesens eines Menschen, dass er diese schöpferische Kraft hat. Sie ist halt bei vielen nur gut versteckt und einzementiert. Und die Menschen scheitern nicht daran, dass ihnen ein Talent oder ein Gen fehlt, sondern es ist für mich tatsächlich alles, alles, was ist und was wir uns klar machen können, ist eine Frage des Bewusstseins. Alles, was ist, es gibt nichts außerhalb des Bewusstseins. Was für uns Realität ist, ist eine Frage unseres Bewusstseins. Und um das mal mit Gurdjieff zu sagen, den ich sehr schätze, der gesagt hat, du lebst in einem Gefängnis, aber du denkst, du wärst frei. Das ist so für mich so eigentlich, was ich oft beobachte, dass wir in dieser Illusion leben, vollkommen frei zu sein und in Wahrheit aber in einem Gefängnis sind, aber es nicht verstehen, dass wir das sind. Und deswegen siehst du viele Leute, die fühlen sich irgendwie schlecht, wissen gar nicht, woher das kommt oder glauben, sie könnten das und das und das nicht. Was einfach Glaubenssätze sind, die sie selber kreieren. Und die Leute, die schöpferisch sind, die das also ins Leben bringen, die glauben einfach, dass sie das können. Und die, die das absolut nicht schaffen, die glauben einfach, dass sie das nicht können. Wenn zu mir jemand sagt, weißt du, ich bin nicht kreativ, da könnte ich mich totlachen. Ja? Jeder Mensch ist kreativ. Die Frage ist halt, wie viel Kreativität und damit Innovationskraft lässt man sich selbst zu? Da ist die Begrenzung. Nicht in der DNA oder im Gen. Da glaube ich nicht dran. Würdest du, also wir haben jetzt ja festgestellt, dass wir gemeinsam haben, dass wir beide, wenn ich das richtig finde, hast du auch keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das kannst du als Gemeinsames verbuchen, Habe ja. ich auch nicht, ich habe es echt versucht, mehrmals, aber Ich nicht. Ich habe es nie länger als versucht. 2 Monate habe ich es an der Uni nicht ausgehalten. Da habe ich das gleich wieder in die Tonne gedrückt und bei anderen Sachen war es ähnlich. Also ich musste, relativ schnell war klar, ich muss mein eigenes Ding machen und mir darf da keiner reinreden, so ungefähr. Würdest du jetzt, aber was ich sagen würde, so gerade heute noch viel schlimmer, was so die Message gerade auch an die Jugend ist so, du musst gut ausgebildet sein, du musst zur Schule gehen, du musst studieren, du musst lernen und das ist irgendwie so ein Gleichmachen, ja, so ein angepasstes Gleichmachen. Würdest du, und das immer mit Angst natürlich, ne, es gibt eh nicht genug Jobs und die guten Jobs, da musst du dich super qualifizieren, wäre das ein Appell von dir an die Leute, ey, glaub da nicht dran, mach dein Ding, ist das wirklich, glaub an deine Kraft und geh wirklich, folge deiner inneren Berufung oder wie man das nennen soll? Naja, ich denke, um irgendetwas folgen zu können,
muss man ja sowas wie eine innere Berufung erstmal für sich entdeckt haben. Mhm. Ich glaube, die Leute treffen viel zu schnell Entscheidungen, wo der Weg hingeht, und lassen dem Prozess, was das alles sein könnte, viel zu wenig Raum. Mhm. Und wenn ich sage Raum lassen, also es ist doch so, wenn du heute mit dem Fallschirm in einen Dschungel abgeworfen wirst und du hast keinen Kompass dabei und du möchtest da rauskommen, dann hast du ja absolut überhaupt keinen Indikator, ob es jetzt schlau ist, geradeaus, rechts, links oder zurückzulaufen. Ist ja alles nur Best Guess. Was machst du dann? Ja, nach was richtest du dich dann? Weil du möchtest ja rauskommen und möchtest jetzt auch nicht in die Irre laufen und so weiter. Dann gibt es etwas, was dem Menschen auch inhärent ist und eine große Gabe und Eigenschaft ist, nämlich die Intuition. Und wenn man der letztlich zunächst einmal folgt und es in diesem, meinem Beispiel, ja gar nicht anders kann, als es auszuprobieren, dann aber merkt, in dem Weg, in dem ich da jetzt gerade unterwegs war, laufe ich vor eine Felswand, das scheint eine Sackgasse gewesen zu sein, dann, wenn man also nach wie vor aus dem Dschungel raus will, macht es ja wenig Sinn, sich vor der Felswand meditierend 3 Jahre hinzusetzen und sich zu fragen, wie böse ist die Felswand und wie schlimm ist es, dass ich jetzt hier irgendwie dahin gekommen bin, sondern das einzig Logische ist doch, dass man dann umdreht und sagt, okay, wenn es die Richtung nicht war, dann ist es vielleicht eine andere. Das heißt also Trial and Error, man muss halt auch Dinge ausprobieren, und das ist vielleicht das, was wir unserer Jugend, unseren Kindern viel zu schnell nehmen, die sie sich ausprobieren dürfen. Und uns viel zu schnell festlegen in Richtungen, die eigentlich aus den Ängsten der Eltern heraus entstehen. Ja? Weil die Eltern wollen ja, dass aus dem Kind was wird. So, das ist schon sozusagen das Abschalten von 99% aller Möglichkeiten. Weil natürlich der Rechtsanwalt, der Arzt, der irgendwas unter dem, was werden, etwas ganz Bestimmtes versteht. Und das bedeutet natürlich heute Abitur machen, studieren, und zwar was Ordentliches, mit was man danach auch irgendwie so. Und wenn sich Kinder und Jugendliche heute also in diesem Korsett nur bewegen dürfen und ihnen praktisch auch gesellschaftlich sanktioniert, dieser Raum, der gerade vielleicht in den Teenagerzeiten, wo es eigentlich wirklich um Rock'n'Roll geht, wo es um Rebellion geht, wo es um Scheitern geht, wo es um Risiken eingehen geht, wo man noch Dinge ausprobiert, die man vielleicht mit 70 nicht mehr ausprobiert, weil man schon viel mehr Komfort braucht und so weiter, dass man genau in diesen Phasen des Lebens, dass man Kindern, Jugendlichen dort Raum gibt, wäre mit Sicherheit etwas, was der Schöpferkraft dienlich wäre. well said. Also ich denke, wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass es die Essenz von Leben wirklich Entwicklung, Wachstum, Erforschen und so weiter ist. Nur gerade jetzt auch in unserer modernen Zeit, wo wir quasi so ein Komfortparadies vorgesetzt bekommen, wo es wirklich alles noch komfortabler, vermeintlich komfortabler ist, ist es noch schwieriger, denke ich, und die Leute werden, das wird, glaube ich, auch, ist auch gezielt so, auch ständig in dieser Angst gehalten, sodass sich eigentlich keiner aus dieser Komfortzone mehr rausbewegen will. Was ist dein Ansatz, Leuten wirklich Veränderung schmackhaft zu machen? Also wie kann man diese Bereitschaft zur Veränderung oder diese Bereitschaft zu lebendiger Abenteuerlust irgendwie, wie kann man die entfachen? Wie machst du das in deinen Projekten oder Vorträgen, Seminaren, wie auch immer? Also ich denke, ich würde den Satz so nicht ganz unterschreiben, wie du ihn gesagt hast, dass wir da in Angst gehalten werden. Sondern ich glaube, der Einzelne, der hält sich selber in dieser Angst. Ich glaube nicht, dass man alles nur aufs System und auf die bösen, großen, unveränderlichen Mächte schieben kann, sondern Veränderung ist etwas höchst Persönliches, höchst Individuelles. Das kann man nur bei sich selber anfangen. Und diese Angst,
dieser Rahmen, der da quasi in unser Leben, in unserem Leben so eine große Rolle spielt, dass wir uns eben sehr, sehr schnell durch das Unterschreiben von Ratenverträgen und Leasingverträgen und Mietverträgen und sonstigen Verträgen einfach sehr, sehr schnell Klebstoff unter die Füße kleben. Das ist sicherlich etwas, eine disruptive Innovation, etwas Fundamentales, Neues, ist natürlich auch der Aufbruch des Alten. Und wenn natürlich jemand nur nach der Methode wasch mich, aber mach mich nicht nass, also Abenteuer schon, aber natürlich mit Vollkasko, das ist natürlich nicht Abenteuer. Und die Lust am Abenteuer ist eine Sache, die man auch wahrscheinlich nicht kriegt, indem man jetzt so einem Gespräch lauscht. Sondern die Lust am Abenteuer, die kriegt man, wenn man rausgeht in den Wald und wieder anfängt zu spielen. Also die Lust am Abenteuer hatten wir doch als Kinder alle. Also ich kenne kein Kind, das keine Lust auf Abenteuer hat. Und da ist doch irgendwie der Wald oder die Straße oder was auch immer, welche Umgebung auch immer, das sind doch alles Abenteuerräume im Grunde für Kinder. Und das heißt also, wir Menschen müssen uns das nicht beibringen, sondern wir haben es eigentlich nur verlernt. Und wenn man sich das mal wieder klar macht und sich mal wieder einlässt, also mal auch ein Risiko mal wieder in Kauf nimmt, weil Abenteuer hat dann doch auch was mit Risiko zu tun. Und um es mit Erich Kästner zu sagen, das Leben ist immer ein bisschen lebensgefährlich. Ja? Wenn man das annehmen kann, dann ist das doch nichts, wo man jemand Lust machen muss drauf, weil das ist doch die Lust in sich. Denn Lust beschreibt doch den Moment, wo man aufgewühlt, mit Leidenschaft irgendwas tut. Routine in jeder Lebensdimension ist doch etwas, was eben dann schnell langweilig wird und wo man dann eigentlich eher frustriert wird, wenn man da nicht mehr ausbrechen kann. Also ich glaube, das Ding ist, mach mal irgendwas Neues, mach mal irgendwas anderes. Das muss auch nicht riesen was Großes sein. Es muss ja, wird doch nicht jeder gleich, wenn es um dieses Thema geht, sein Leben wegwerfen. Sondern es geht doch darum, dass man vielleicht wieder mal ein paar ganz kleine neue Erfahrungen macht, einfach nur um zu sehen, Mensch, es geht auch anders. Ich mache dir mal ein Beispiel, was ich manchmal in meinen Vorträgen und Seminaren den Leuten sage. Wenn wir uns morgens anziehen und wir stellen uns vor, wir ziehen ein Hemd an und wir knöpfen dieses Hemd zu, dann tun wir das eigentlich von oben nach unten. Immer. Da machen wir uns auch gar keine Gedanken drüber. So ist halt Hemdknöpfen. Und wir machen das in einem völlig unbewussten Zustand, weil morgens, wenn wir das Hemd zuknöpfen, können wir uns wahrscheinlich 2 Stunden später schon gar nicht mehr daran erinnern, dass wir das Hemd zugeknöpft haben. Weil während wir das Hemd zugeknöpft haben, haben wir nämlich an was völlig anderes schon gedacht, was am Tag heute alles kommt und so weiter. Wenn man jetzt mal einen solchen Moment nimmt und sagt, probier einfach mal das Hemd von unten nach oben zuzuknöpfen, passieren 2 wunderliche Dinge. Das erste ist im Resultat, man glaubt es kaum, das Hemd ist auch zu. Und es dauert nicht länger und es macht nicht mehr Mühe, es macht nicht mehr Arbeit. Es ist nur anders. Das noch viel interessantere dabei ist, wenn man das tut, hat man wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben ein Hemdknöpfbewusstsein. Zum ersten Mal in meinem Leben, in einem Leben nimmt man das bewusst wahr, was man gerade tut, in diesem Moment. Und das ist jetzt nun wirklich kein Beispiel, wo es um große Abenteuer und Lebensrisiken geht, sondern das macht einem, solche Erfahrungen zu machen, solche kleinen Dinge mal zuzulassen, gibt einem vielleicht einen Vorgeschmack von dem, was alles passieren könnte, wenn wir in unserem Bewusstsein eben nicht mehr nur von außen getrieben worden sind, sondern wenn wir es möglich machen, unser Leben wieder in die Hand zu nehmen. Und Leben meint damit eigentlich diesen einzigen Moment des Lebens, der überhaupt Leben heißt, nämlich, dass wir in diesem Augenblick mit Präsenz, mit Bewusstsein, mit Selbstbewusstsein, mit uns selbst sind und spüren und hinschauen können, achtsam sein können mit unserer eigenen Lebenssituation. Und daraus entsteht Freiheit, die Schöpfer Geist möglich macht. Nochmal, ich glaube, das ist in jedem, das ist keine Talentfrage.
Ich glaube das absolut nicht. Und wenn es einer erzählen will, finde ich das einen großen Humbug. Ich glaube nur, jeder hat halt so sein eigenes Ding, wo er seine Freude dran findet. Und wenn er das nicht weiß, was es ist, dann kann ich nur mit dem Dschungelbeispiel kommen, dann lauf halt mal los in verschiedene Richtungen, Trial and Error, und da wirst du schon irgendwie finden. Also was ich nur sagen will, ist, ich möchte diesen ganzen, dafür braucht man keine 10 Bücher lesen und nicht Dr. Schlau, der einem sagt, wie schwierig das ist, sondern irgendwie ist, wahrscheinlich liegt die Schwierigkeit darin, dass es so einfach ist. Und wir uns glauben machen lassen, es sei schwierig. Okay. Eine Sache muss ich auf jeden Fall noch ansprechen, weil mich das interessiert, auch praktisch. Was kommt als nächstes sozusagen? Also wenn man so deine Lebensgeschichte sich so anguckt, du hast ja irgendwann diesen Cut gehabt, kann man sagen, so, wo du so ein bisschen aus diesem Big Business ausgestiegen bist, auch inspiriert durch diesen Al Gore-Film zum Beispiel, also wo du gemerkt hast, wir müssen hier mal langsam in die andere Richtung gehen und nachhaltig werden, also nachhaltig wirtschaften. Du bist auch jetzt nicht so der Müsli-Weltverbesserer, sondern bei dir ist das schon alles auch down to earth, also auf dem Boden und auch immer mit Zahlen und Statistiken durchgerechnet sozusagen, was ist wirklich machbar. Aber klar ist, so können wir nicht weiter wirtschaften und wir müssen da Grundsätzliches, also wir haben inzwischen rausgehört, das geht bei dir schon immer ums Bewusstsein, dass wir überall reinbringen sollten und im Schluss kommen wir auf das Atman nochmal, weil ich finde, das bringt es auf den Punkt irgendwie, wo du gerade stehst mit deinem aktuellen Werk. Aber was mich natürlich interessiert, du warst ja der Internetpionier sozusagen, so wirst du ja auch überall präsentiert. Also du warst der Erste, der so das Potenzial von Internet gesehen hat, bevor es da war, sozusagen, als nur ein paar Studenten damit in New York rumgefrickelt haben. Und du hast offensichtlich auch andere Sachen vorausgesehen, die als nächstes kommen. Was mich interessieren würde, ist, wo geht's hin? Also wo siehst du uns hingehen, auch wirtschaftlich, oder wo sind die Potenziale für neue Aktionsfelder, Kreationsfelder, Arbeitsfelder? Also wie sieht die allernächste Zukunft für dich aus, ganz konkret? Also zunächst einmal, es gibt ja Visionen, die ich in meinem Leben hatte, da habe ich mir wirklich gewünscht, die werden wahr. Und es gibt Dinge, die ich sehe in Zukunft, da wünsche ich mir eigentlich eher nicht, dass ich recht habe. Ja, das Dumme ist nur, und das sage ich jetzt nicht aus Eigenlob, sondern das kann man alles nachgoogeln, kann man selber nachlesen. Ich hatte mit dem, was ich so prognostiziert habe, eigentlich immer recht. Jetzt nicht, weil ich irgendwie Hellseher bin oder eine Glaskugel habe, sondern weil ich einfach zwei und zwei zusammenzählen kann und mir vorstellen kann, wenn das und das und das sich so linear entwickelt, dann wird es da und dahin gehen und das kann ich beschreiben. Und im Moment ist es eben so, dass ich schon glaube, und jetzt wird es ein bisschen melodramatisch, aber das Risiko muss ich jetzt mal eingehen, ich glaube schon, dass wir jetzt im Moment an einem Punkt stehen, den ich schon Scheideweg nenne. Ich glaube schon, dass wir jetzt eine Zukunft anlegen gerade, die das Zeug hat, die Menschheit nachhaltig von diesem Planeten wieder zu entfernen. Und ich glaube schon, dass die Natur intelligent genug ist, zu erkennen, dass ihr einziges Problem in dieser Menschheit besteht. Und das ist eben getrieben von Gier, das ist getrieben systemisch von Dingen wie dem großen Biest des Kapitalismus, der einfach diesen systemisch angelegten Effekt hat, um es mal flach zu sagen, dass sozusagen Geld Geld macht und die Reichen immer reicher werden, die Ärmer immer ärmer werden. Und dass wir letztlich in dieser fatalen Idee der Komplettindustrialisierung, insbesondere der Industrialisierung unserer Landwirtschaft, eben auf eine Ressourcensituation stoßen, die per Natur begrenzt ist. Und von daher mal nach Zahlen kann man jedes Excel-Sheet natürlich nehmen und sagen, ich prognostiziere jetzt das Wachstum auf die nächsten 50 Jahre linear nach oben. Da sage ich, da hast du aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil da gibt es ein paar Grenzen. Und bis dato war das ja in der Menschheitsgeschichte immer so. Es gab ja immer schon
Momente, wo es revolutionäre Veränderungen gab, Umwälzungen gab, wo man entweder aus irgendwas gelernt hat oder wo es Machtverschiebungen gab etc. Wir sind heute an einem historischen Punkt, an dem diese Menschheit noch nie war. Nämlich wir haben über die Wirtschaftskreisläufe diese Gesellschaft globalisiert. Wir sind also tatsächlich heute eine globale Gemeinschaft geworden. Das ist für viele gar nicht spürbar und ist auch vielen nicht bewusst, was das eigentlich heißt. Ist ja auch historisch neu. Ist historisch vollkommen neu. Hatten wir noch nie, ging auch schnell. Und von daher mein größtes Verständnis, wenn einem das so gar nicht so richtig klar ist. Nur was das bedeutet, ist eben im Grunde, dass wir jetzt bestimmte Grenzen überschreiten, diese sogenannten Tipping Points, wo es eben Entwicklungen gibt, die wir womöglich irreversibel anlegen. Denn wir haben ja als Mensch immer diese Haltung, okay, lass die Katastrophe kommen und dann fixen wir das wieder. So, dieses Kölsche, es ist noch immer gut gegangen. Ja? So, dieser Glaube daran, dass wir es dann wieder repariert kriegen. Und heute gibt es eben Dinge, da werden Grenzen überschritten, wo es Entwicklungen gibt, die wir dann eben, wenn sie dann in ihren Folgen tatsächlich sichtbar und spürbar werden, nicht mehr repariert kriegen. Das bedeutet, wir müssten also heute schon an verschiedenen Stellen politisch und wirtschaftlich fundamental die Weichen neu stellen, anders stellen. Wir müssten Systeme überdenken. Wir haben systemische Fehler drin. Und das insbesondere in den Finanzmärkten, in den Strukturen, wo Unternehmen eben heute die großen Unternehmen, alle kapitalmarktnotiert sind, alle im Grunde heute auf Wachstum getrimmt sind, die Staaten hinterherhecheln, ihre Staatsschulden bedienen müssen, wachsen müssen. In Deutschland ist das Wachstumsbeschleunigungsgesetz gibt, kein Witz, kann man nachgoogeln, und so weiter und so fort. Und das ist eben meiner Meinung nach heute, und das sage nicht nur ich, das sagen ja nun viele Experten, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen, das sind ein paar Irrwege, die müssten wir jetzt korrigieren. Und zwar in dieser Generation, jetzt. Und das habe ich ja nun lange gesagt. Ich habe ja die letzten Jahre immer wieder auch meine Stimme erhoben, sozusagen, um das, um die Leute darauf aufmerksam zu machen. Und zwar immer auf Faktenbasis, also immer auf der Basis von Zahlen, immer auf der Basis von Statistiken, die nun bulletproofen sind. Und muss sagen, dass dieser Appell an die Vernunft grandios gescheitert ist. Und du hast vor der Politikerriege und vor den Top-Managern Leuten, ja, auf der ganzen Welt geredet. Genau, also ich habe vor Chinas Regierung gesprochen, ich habe wirklich mit einigen der Leute gesprochen, die die Hebel in der Hand haben. Weil ich dachte, wenn ich denen das zeige und sage, dann können die doch am nächsten Tag nichts anderes tun, als zu sagen, okay, ey, da müssen wir ja dringend reagieren drauf. Und war am Anfang noch so naiv und dachte, ja, vielleicht wissen die das in der ganzen Komplexität auch gar nicht. Vielleicht muss man es ihnen in dieser Komplexität erstmal klar machen. Die Beobachtung war, dass die das schon wissen. Ich bin da, also im Grunde habe ich Eulen nach Athen getragen und dass im Grunde nichts passiert ist danach, sich nichts verändert hat, ist etwas, was ich vor 3 Jahren dann zum Anlass genommen habe, zu sagen, wie kann es eigentlich sein, dass wir wieder besseren Wissens handeln, führen, Entscheidungen treffen, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, von Leuten getroffen, die eigentlich sehr gut informiert sind über die ganzen Sachen. Top ausgebildet, meine Zahlen alle auch auf dem Tisch haben, wenn nicht bessere. Das war für mich der Punkt, wo ich erkannt habe, dass unsere Krise, die wir in Wahrheit haben, nicht eine ist, eine ökologische oder eine soziale oder eine politische. Das ist sozusagen das Symptom. Die Ursache dieser Krise ist eine Krise des Bewusstseins, für mich, ausschließlich. Und die
mögliche Veränderung, das mögliche Neuschaffen ist für mich nur zu erreichen, indem wir individuell und kollektiv zu einem neuen, erweiterten Bewusstsein kommen. Mhm. Absolut, und das schreibe ich auch sofort. Das ist ja unser Ziel auch unter anderem mit dieser Konferenz. Natürlich, wie du gerade sagst, es reicht nicht aus, uns beiden beispielsweise jetzt zuzuhören und da vielleicht ein paar Impulse rauszuziehen, was ich hoffe, sondern das Ganze dann auch in die Action zu bringen, also auch wirklich umzusetzen. Nicht nur im Äußeren machen, sondern auch innerlich umzusetzen. Und ich glaube nicht, dass irgendwelche Politiker oder irgendwelche von den ganz Reichen wirklich freiwillig irgendwas ändern wollen. Dafür sitzen sie ja wie die Made im Speck sozusagen und haben als Einzige den Speck. Aber wir wollen ja die Massen in Anführungsstrichen, also die Leute da, die Grassroots, die Leute, die da draußen, die ganz Normalen erreichen. Und wir haben jetzt gerade, du kommst ja aus dem Business, und ich habe gerade schon diesen Konsumterror erwähnt, sage ich mal, der uns ja auch blind macht, ein Stück weit auch fürs Bewusstsein verschließt, unsere Sinne verklebt. Oder wie kannst du jetzt als Businessman sagen, wie schafft man das, den Leuten das nahezubringen? Also gerade mal nur ganz dieses Konsumbeispiel, ja? Also wie kann man irgendwie conscious konsumen? Wie kann man die Leute dahin bringen? Also zum Beispiel, wir sind ja, für die Businessleute sind wir ja nur Konsumenten. Wir sind eine Zahl in der Statistik, die interessiert nur, was wir wann wie oft kaufen. So. Und das ist ja eigentlich auch unsere Macht. So, weil wenn wir entscheiden, du pass auf, den Scheiß von Aldi kaufe ich nicht mehr, nichts gegen Aldi, wer dahin will, aber sondern ich kaufe jetzt nur noch beim Bioladen, dann ist Bioladen irgendwann auch günstiger und dann kann sich auch jeder leisten. So. Also das heißt, eigentlich haben wir eine Macht, aber wie können wir die Leute dahin bringen, zum Beispiel bewusster zu konsumieren oder gar nicht mehr oder weniger? Also, da muss man sich vielleicht mal kurz anschauen, was dieses Wort Bewusstsein tatsächlich bedeutet. Was ist eigentlich Bewusstsein? Mhm. Was ist eigentlich bewusst konsumieren, bewusst handeln, bewusst? Aus meiner Sicht ist es ja nicht so, dass wir kein Bewusstsein haben und eins brauchen, sondern natürlich haben wir ein Bewusstsein. Ein Bewusstsein, das sich leider Gottes tatsächlich verirrt hat in dem, was die alten Inder im Sanskrit die Maya nennen, den Schleier der Illusion. Wir haben ein Bewusstsein, eine Realität geschaffen, voller Illusion und voller Irrtümer, voller Glaubenssätze, die unhaltbar sind. Und ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich glaube, wenn man heute Meinungsforschung betreiben würde, flächendeckend, und sagen würde, was ist es eigentlich am Ende des Tages, was du im Leben erreichen möchtest? Dann würde man nach ein paar Nachfragen wahrscheinlich mit einem hohen Konsens rauskommen und hören, ich will glücklich sein. Ich will ein zufriedenes Leben führen, ich will glücklich sein. Das ist, glaube ich, da unterscheidet sich der Arme nicht vom Reichen. Und jetzt ist ja nun die Frage, wenn man jetzt also für sich ein Konzept entwickeln möchte, wie man zu diesem Zufriedensein und Glücklichsein kommt, dann glaubt man ja an verschiedene Dinge und die stellen sich dann halt im Laufe der Erfahrung als richtig oder falsch raus. Wenn wir in einer Welt leben, wo die Leute glauben, dass der materielle Reichtum, also wohlgemerkt der Reichtum über den Bedarf hinaus, also wenn die Grundbedürfnisse mal gedeckt sind, dass du zu essen hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du medizinisch versorgt bist, dass du Zugang zu Bildung hast, so definieren ja die Vereinten Nationen die Grundbedürfnisse des Menschen. Wenn die gesichert sind, was ist dann sozusagen in deinem Leben der nächste Schritt, das nächste Ziel, um glücklich zu werden? Und da haben wir halt jetzt diesen Irrglauben, dass der materielle Reichtum etwas ist, was uns dahin bringt. Und wenn dieser Irrglaube stimmen würde, dann müsste ja der reichste Mann der Welt auch der glücklichste Mann der Welt sein. Dann würde die Gleichung ja stimmen. Nun kenne ich ein paar, die wirklich dieses Prädikat reich im materiellen Sinne verdient, wo man dieses Prädikat verdient, so draufgeben kann. Und da muss ich nur sagen, das stimmt nicht.
Die reichsten Leute sind nicht die glücklichsten Leute. Die sind größtenteils hochparanoid, verängstigt, haben Angst vor Entführung, haben also ganz viele, 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 viele Sorgen und Probleme. Ich glaube, mit den meisten davon würdest du nicht tauschen wollen. So verführerisch dich das mal womöglich anhören würde. Es gibt viele, viele Untersuchungen drüber. In Harvard wurde 10 Jahre lang eine Feldstudie gemacht. Da hat man Lottomillionäre, frisch gebackene Lottomillionäre, 10 Jahre begleitet und geguckt, wie es da mit dem Lebensglück dann aussah. Und hat das verglichen mit einer anderen Peer Group, nämlich der Peer Group der frisch gebackenen Querschnittsgelähmten. Also zwei Lebensereignisse, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wo man jetzt sagen würde, natürlich würde ich den Lottogewinn nehmen und natürlich wäre das ein gutes Ereignis für mich und natürlich wäre eine Querschnittslähmung das Schlimmste, was mir passieren könnte. Und da hat man über 10 Jahre erforscht und sozialempirisch begleitet, was mit den Leuten, mit diesen beiden Gruppen passiert ist. Und der Grad der Zufriedenheit und Glücklichkeit war am Ende ähnlich hoch oder niedrig, je nachdem. Ich will nur damit sagen, das sind ganz viele Dinge, die belegen, dass der Ansatz, wir brauchen mehr und mehr und mehr von diesem materiellen Zeugs, um selber glücklich zu sein, dass der nicht stimmt. Und das ist die große Illusion. Nun hat die aber leider Gottes eine Verhaftung, die so ein bisschen anmutet wie so eine Drogenabhängigkeit. Ja. Weil man hat so das Gefühl, wenn jetzt, kann ich auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung sagen, du träumst als Kind von diesem Sportwagen und irgendwann im Leben hast du es erreicht und du kaufst dir diesen Sportwagen und nach 3 Tagen ist es nur noch ein Auto. Dann ist es eigentlich auch nicht so prickelnd. Ja? Und dann denkst du, na, vielleicht ist das noch nicht der richtige Sportwagen. Vielleicht brauchst du entweder 2 in verschiedenen Farben oder vielleicht brauchst du einen, der noch einen Turbo hat oder irgendwie sowas, sodass man sich sozusagen wie so ein Junkie immer wieder höher in diese Spirale reindreht und dabei etwas tut, was natürlich fatal ist, nämlich im Bemühen darum, sich diesen materiellen Reichtum zu schaffen, verlässt man eigentlich die wahre Schönheit des Menschseins, nämlich für sich Zeit zu haben, im Augenblick zu leben, mit seinen Liebsten Zeit zu verbringen, mit Freunden, mit anderen Dingen, die nachweislich viel größeren Effekt haben auf das, was man Glücklichsein nennt, als dieses materielle Zeug. So, in dieser Sache sind wir drin. Darauf basiert jetzt aber leider Gottes eben unser ganzes abendländisches Verständnis von systemischer Gesellschaft. Sodass ich nicht glaube, dass es einfach nur darum geht, dass man sagt, kauf die Radieschen demnächst im Bioladen und die Welt wird gut. Das ist nett und das will ich auch nicht in Abrede stellen, dass das gut ist. Ich sage nur, das ist alles am Symptom verdoktort. Das ist so, wir gehen mit diesen Problemen um wie die Schulmedizin. Ja? Wir sehen irgendwie, da kommt ein Pickel raus, hier haben wir eine Pickelcreme. Anstelle nachzuvollziehen, woher kommt der Pickel? Warum kriegst du eigentlich überhaupt Pickel? Und da, glaube ich, können wir eine ganze, ganze Menge lernen aus alten Weisheitsphilosophien und Traditionen. Ich habe mich jetzt damit 3 Jahre lang sehr intensiv auseinandergesetzt und bin dazu ganz erstaunlichen Widersprüchen und Erkenntnissen gekommen. Nämlich also quasi nicht nur, was es alles ist, sondern was es auch alles nicht ist. Und das vielleicht Wichtigste, was ich für mich erkannt habe, ist, dass wir in der abendländischen Kultur, die heute eigentlich die Grundlage der globalen Kultur geworden ist, denn du kannst heute nirgendwo mehr hinkommen, wo man nicht diesen abendländlich-westlich geprägten Lebensstil als das Maß der Dinge erachtet. Nirgendwo mehr. Also hat das gewonnen sozusagen. So. Und wo kommt jetzt diese abendländische Kultur eigentlich her? Wo kommt der Gedanke her? Nämlich, im Grunde formuliert 1642 von einem abendländischen Philosophen namens Descartes, cogito ergo sum, denke ich, so bin ich. Und dort wurde etwas getan, nämlich da wurde was gleichgesetzt, nämlich dieses meine Existenz besteht darin, in dem, was ich denke und über mich denke und da ich denken kann, existiere ich. Wenn du das nimmst, dieses denke ich, so bin ich und du gehst damit nach Asien und redest mal mit einem buddhistischen Weisheitslehrer, dann sagt der, oh, das ist jetzt aber blöd, weil bei uns ist es genau andersrum. Ich bin in dem Moment, wo ich nicht denke. Mhm. Deswegen meditieren wir übrigens auch und so weiter. Da fußt unsere ganze Vorstellung drauf.
dass es etwas jenseits des Denkens gibt, dass wir Persönlichkeit nicht mit dem Denken gleichsetzen, sondern dass wir existenziell etwas viel Größeres, etwas viel Schöpferisches haben, ein göttlicher Funke sind, wie man jetzt Atman übersetzen kann. Und das Potenzial, das eigentliche Potenzial des Menschen, das in jedem steckt, das heben wir eben genau nicht über den Verstand. Genau nicht über das Trainieren dieses Denkmuskels im Kopf, der irgendwie 60.000, 70.000 Gedanken pro Tag produziert, 80% davon hattest du schon gestern und die meisten davon sind negativ. Und darauf sind wir stolz, darauf fußt unser ganzes Selbstverständnis. Wir tragen Worte wie Wissensgesellschaft als etwas Wunderbares vor uns her und sagen, was haben wir doch erreicht? Ja, wie gescheit sind wir doch geworden? Und wie cool ist doch dieser Verstand, der uns doch in die Lage versetzt, über Natur und über alle möglichen Dinge zu herrschen, weil wir sind so geil, wir sind die Größten, weil wir diese Denkbeule da auf den Schultern haben. Und das, glaube ich, ist etwas, was ich auch mit dem, was ich heute tue und was ich mich bemühe, das möchte ich in diese Diskussion werfen. Ich habe viel zu lange für mich selbst gedacht, dass diese Innovation, dass dieses nachhaltige anders organisieren von Mobilität, Nahrung, bla bla bla, ich bin selber viel zu lange in den Symptomen verhaftet gewesen und siehe da, es ist auch nichts passiert. Also ich habe auch nichts gekonnt, eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben. Und habe dann für mich zunächst einmal selbst eben das gemacht, was Meister Yoda in Star Wars dem Luke Skywalker in seiner ersten Lektion lernt, nämlich you have to unlearn what you have learned. Ich habe tatsächlich in einer sehr abenteuerlichen dreijährigen Expedition durch Asien, in einer sehr, sehr abenteuerlichen, kann ich nur sagen, alles losgelassen, was ich wusste, was ich dachte, was ich geglaubt habe, habe mich nach diesem Prozess des Loslassens dann auf den Prozess des Einlassens konzentriert und habe Dinge erlebt, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Über mich selbst habe Dinge erlebt, wo ich dachte, ich habe ja kein langweiliges Leben geführt. Ich habe also diesen Spaß, den diese Spaßgesellschaft da draußen so gerne hätte, den hatte ich aber in allen Farben und Formen von XS bis XL. Also da braucht mir keiner was erzählen. Ja? Ich weiß, wie man einen Sportwagen fährt. Ich weiß genau da, wo die alle hin. Und es sind ja auch heute noch viele, die mich sozusagen bewundern oder beneiden, weil sie gerne glauben, ich wäre ein Vorbild für so eine Karriere, die ich da gemacht habe. Also kann ich nun wirklich nicht sagen, ich sage das jetzt nicht aus Neid anderen gegenüber, die was erreicht haben, dass das alles Käse ist gegen das, was ich erlebt habe, sondern ich sage das, weil ich es wirklich vergleichen kann. Und ich kann nur sagen, Leute, diese Party, die ihr glaubt, die so geil ist, da gibt es eine Party da draußen, die ist noch viel, viel cooler. Die ist viel, viel geiler. Da kannst du den ganze Zeug, was wir da bisher gekannt und gemacht haben, kannst wegwerfen dagegen. Der Mensch hat in sich ein Potenzial, das ist so unfassbar großartig. Und deswegen glaube ich eben auch, dass das, von was ich spreche, keine Utopie ist. Sondern ich habe durchs eigene Erleben für mich klar, dass wir als Menschheit natürlich eine großartige Organisation des Menschseins zustande brächten, wenn wir uns verabschieden würden von diesem fatalen Irrweg der letzten 400-500 Jahre, der zur Industrialisierung, zum Kapitalismus, zu allem geführt hat, der geistige Unterbau, nämlich cogito ergo sum, denke ich, so bin ich. Das ist für mich der Kapitalfehler, den wir begangen haben. Und um den geht es jetzt eigentlich in meiner Arbeit und in meinem Bemühen, Menschen Lust zu machen, über das nochmal nachzudenken und sich dann mal zu öffnen für Erfahrungen, die womöglich gar kein Geld kosten, die womöglich gar nicht so schrecklich schwierig sind zu machen. Da geht es um Lust, da geht es um Sinnlichkeit und vor allen Dingen, es geht nicht um das intellektuelle Vermitteln oder Diskutieren dieser Sache, sondern es geht ausschließlich um das Einzige, was quasi hilft, nämlich die Erfahrung selbst. Es ist etwas, was nur mit Erfahrung zu tun hat. Bewusstsein entwickelt sich und erweitert sich nur und ausschließlich über Erfahrung. Halleluja. Halleluja.
Ich hatte die wunderbare Christina Kessler, Kulturanthropologin, auch im Interview und die hat dem Cogito Ergo Sum entgegengesetzt, auch als Buchtitel Amo Ergo Sum, also ich liebe, also bin ich, was wunderbar jetzt gerade dazu passt, weil auch die war viel in Asien unterwegs. Und was dann noch ein Element dazu ist, was ich vielleicht noch ergänzen würde, was bei ihr auch so Zentrum ist, zentral ist, ist dieses, dass es in Verbindung immer ist. Also dass man diese Verbindung, ich finde das Buch, wenn man dein Buch sich anguckt, ich sag's, Leute, guckt euch das Buch an, kauft euch das, das sind so tolle Bilder. Und wenn man sich auf so ein Bild einlässt, dann kann man auch spüren, wie du es beschreibst auch im Buch, dass du die Bilder wirklich nur gemacht hast, wenn du diese Verbindung hattest mit den Menschen. Und ich glaube, daran mangelt es ganz viel, dass wir A, nicht mit uns selber verbunden sind, B, schon gar nicht mit dem anderen und C, noch viel weniger mit dem, was wir da tun oder was da draußen noch so an Umwelt um uns herum oder Natur passiert oder ist. Ich habe zwar noch tausend Fragen, aber mir ist das eigentlich viel spannender jetzt. Lass uns ruhig in das gehen, was du jetzt machst. Magst du so ein bisschen erzählen, was dir da passiert ist? Also so, was das für Erfahrungen waren, die du gerade so umrissen hast? Ja, also ich bin also vor 3 Jahren losgezogen mit der Absicht, ich will lernen, ich will Dinge erleben. Weisheit war so die Überschrift, ja? Also nicht Wissen, sondern Weisheit, der Umgang mit Wissen. Und hatte also vor, ein Buch zu schreiben darüber und so auf eine Reise zu gehen, die ich sehr gut geplant hatte und alles. Und letztlich und endlich bin ich dann zu etwas gekommen, was ich zum allerersten Mal, dieses Buch ist zum allerersten Mal in meinem Leben etwas, was entstand, ohne es vorher geplant zu haben. Ich hätte, wenn du mir vor 3 Jahren gesagt hättest, ich käme mit Atman raus, hätte ich gesagt, ah nein, Foto schon gar nicht, ich bin auch kein Fotograf. Und was heißt auch Foto? Also mir geht es ja um was viel Wichtigeres. Ja? Hier geht es um die großen Themen der Welt. Die wirst du sicher nicht ändern können mit ein paar netten Passfotos. Also das hätte ich völlig für absurd abgetan. Und dann ist auf dieser Reise eine Erkenntnis gewachsen durch Erfahrung, durch Erleben, die vielleicht die fundamentale ist, die du auch angesprochen hast. Nämlich diese Maya, diese Illusion, ist ja im Grunde ganz fundamental eine Illusion des Getrenntseins. Eine Illusion des Getrenntseins von allem und von allen mit dem Mega-Hype des Individualismus, auch ein absoluter Irrweg. Zu glauben, es gäbe etwas, was getrennt von allem anderen sich quasi in sich selber, womöglich noch im Wettbewerb mit anderen, großartig entwickelt. Kompletter Humbug. Obwohl das Wort individual heißt eigentlich untrennbar. So, aber der Individualismus, den ich gerade in der umgangssprachlichen Ist klar. Sache meine, ist eben dieser Individualismus im Sinne von, es ist toll, dass ich abgegrenzt bin, anders bin als andere. Und das natürlich durch Konsum unterstrichen, auch verkörpere sozusagen. Und das eben sehr, sehr stark einzahlt auf das, was man Persönlichkeit nennt. Wir haben also Persönlichkeitsbildung, da gibt es ja ganze Schulen und Trainer und Kurse drüber, wie man Persönlichkeit bilden kann. Persona, Persönlichkeit, Persona aus dem Griechischen, die Maske des griechischen Theaters. Wir haben also in die Maske investiert, statt in den Menschen dahinter sozusagen. Und hier auf dieser Reise ist etwas geschehen, was ich erleben durfte, was das Mitschönste war, was ich jemals erlebt habe. Nämlich, wenn man an Orte geht, wo man vorher noch nie war, sich auch überhaupt nicht auskennt, die Sprache nicht spricht, aus der Kultur man nicht kommt und mit Offenheit und Neugier, Respekt und Zuneigung dann da reingeht, dann trifft man auf Menschen. Und dann sind es auch am Ende nicht mehr die Orte, sondern es sind immer die Menschen, die das Besondere darstellen. Und ich durfte Erfahrungen machen, wie Menschen mit mir umgegangen sind, wie freundlich, wie offen, wie voller Vertrauen man da begegnet ist und habe dann verschiedentlich Momente gehabt, wo ich gespürt habe, diese unendliche, mir entgegengebrachte, aber auch selbst
von meiner Seite ausgehende Liebe zu diesen Menschen. Und die Bilder, die ich gemacht habe, die hatte ich am Anfang eigentlich nur gemacht, weil ich so ein bisschen die Reise dokumentieren wollte. Und dann gab es aber Begegnungen, die ich hier jetzt im Westen leider nicht so oft erleben durfte, aus dem Umgang miteinander hier, der ja nun ein bisschen anders ist. Nämlich es entstand Nähe, es entstand eine Nähe, die letztlich die Fremdheit aufgelöst hat. Also du gehst in eine völlig fremde Kultur und auf einmal fühlst du dich da nicht mehr fremd. Da ist nichts mehr fremd, sondern wir sind so nahe beieinander, dass wir wissen, wir sind nicht nur mit Natur, sondern auch unter uns Menschen alle eins. Und diese Aufnahmen, die da entstanden sind, die sind entstanden, es gibt mehr als 100.000 Aufnahmen, die ich insgesamt in 3 Jahren gemacht habe. Etwa 300 davon, und davon sind 80 in diesem Buch zu sehen, haben eine magische Qualität, die ich lange selbst nicht entdeckt hatte. Nämlich, sie sind entstanden in einem Moment, wo ich diese Verbindung förmlich gespürt habe. Als ein Gefühl, das unbeschreiblich ist, aber auch in einer Schönheit und Dichte, die berührend ist. Das kann man wirklich nur über ein Gefühl ausdrücken, das kann man in Worte eigentlich gar nicht so richtig fassen. Und in diesen Augenblicken der totalen Verbundenheit, was natürlich eine spirituelle Verbundenheit war, denn es sind jetzt ja nicht Begegnungen an Straßenecken, sondern es sind ja Begegnungen mit Menschen, mit denen ich zum Teil wochenlang auch meditiert habe, auch die mir Sachen gezeigt haben, ihre spirituellen Praktiken, an denen ich teilnehmen durfte, wo also Nähe entstand, nicht nur durchs Zusammensitzen, sondern auch durchs Zusammensein. Und in diesen Augenblicken, wo es zu diesem unglaublich dichten inneren Gefühl von Verbundenheit kam, habe ich auch im Übrigen in einer Nähe von 70 Zentimetern Abstand, weil das diese Begegnungen ganz, ganz körperliche Begegnungen waren, sehr viel mit zum Teil stundenlang sich die Hände halten, um Verbindung fließen zu lassen, um das quasi selbst physisch werden zu lassen, habe ich mit meiner Kamera, die einen Mindestschärfeabstand hat von 70 Zentimetern, wo ich nie am Schärfering gedreht habe, also immer mit 70 Zentimetern, hatte auch keinen Autofokus, eine manuelle Kamera, habe ich im Einverständnis natürlich mit diesen Menschen, denn sonst könnte man solche Bilder gar nicht machen, solche Fotos gemacht, eigentlich zunächst mal für mich als Erinnerung an diesen magischen Moment und war dann ganz froh, dass ich für mich das nochmal anschauen konnte. Und dann, als das dann die ersten anderen gesehen haben, entstand etwas völlig Verrücktes, was ich nicht geglaubt hätte, was ich auch nicht genau physikalisch im Einzelnen erklären kann, auch heute noch nicht. Nämlich, dass offensichtlich diese Energie des Verbundenseins in diesem Moment ein Teil dieser Aufnahme ist, die sich über diese Aufnahme fühlbar vermitteln lässt. Dass man also im kontemplativen Betrachten und Einlassen auf eine solche Aufnahme, einem Gegenüber auf einem Bild, nach einem bestimmten Zeitraum von etwa 3 Minuten es zu einem innerlichen Feuerwerk kommt, dass viele jetzt versucht haben, in Worte zu fassen. Wir haben ja eine Internetseite, wo es möglich ist, diese Erfahrung zu machen und wo man uns anonymisiert dann einfach mal ein paar Zeilen schreiben kann, was man da so erlebt hat. Wo wir mittlerweile hunderte von Beschreibungen haben, im Versuch etwas zu beschreiben, was unbeschreiblich ist, was zum Teil hochpoetisch ist, was wir auch anonymisiert auch in den nächsten Wochen in einzelnen Auszügen auch immer wieder veröffentlichen werden, um Lust zu machen, zu sagen, wow, sowas gibt es wirklich. Und das war etwas, wo ich so unglaublich fand, dass ich so eine Entdeckung machen konnte, dass man mit Fotokunst so etwas überhaupt erzeugen kann. Dass am Ende des Tages eben nicht dieser wie am Anfang gedachte 1000-seitige Schmöker, Weisheitslehre Teil 1, Teil 2, Teil 3, analysiert von Bernd Kolb und verhackstückt im westlichen Verständnis, sondern etwas entstanden ist, was
vielleicht als Werk viel, viel größer und wichtiger ist, nämlich Porträts mit einer magischen Energie, die einem auf eine sehr einfache und leichte Art und Weise ein Erlebnis, eine Erfahrung machen lassen, nämlich die Erfahrung des Allverbundenseins. Und das ist dann eben nicht das Verbundensein mit dieser Figur auf dem Foto. Das ist die Rückverbindung tatsächlich zu seinem eigenen Inneren, weil man spürt, dass da innen etwas passiert, was man so durch die äußere Logik und Ratio gar nicht erklären kann oder auf was man gar nicht gekommen wäre. Und das ist für mich eine sinnliche Erfahrung von Allsein, von Ganzheit, wo ich glaube, dass das auf den Kern einzahlt, wo meiner Meinung nach der große Quantensprung hin muss, nämlich dass wir dieses Verbundensein, nämlich das Verbundensein zwischen Geist und unserem Inneren und dem damit erwachsenen Verständnis des Allverbundenseins mit allen und allem, also auch mit Natur, dass das die notwendige Voraussetzung ist, hinter der dann so viel Schöpferkraft steckt, dass wir natürlich jedes Problem, das wir heute auf der Welt sehen, auch innovativ gelöst kriegen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen drum. Das werden wir schaffen. Aber es muss aus dieser Haltung heraus geschehen. Und wenn wir diese Haltung nicht verändern, fürchte ich, wird dieses rationale Herangehen an das Thema eben nicht zu den Lösungen führen, die wir wollen. Großartig. Ich denke, das ist auch der, das ist mir auch beim Durchblättern und dann bei allen habe ich nicht stehen geblieben, aber bei manchen, die ziehen dann da so an, da muss man dann einfach länger drauf gucken, auch geht gar nicht anders. Wo ich dann auch das Gefühl habe, das ist eigentlich, das ist das Missing Link sozusagen. Also ich habe vorher, habe ich das, deine ganze Vergangenheit sozusagen recherchiert und geguckt, was hat denn der alles so gemacht und da war ja auch schon alles sehr herausfordernd und Leute irgendwie auf andere Ideen bringen wollen und auch Bewusstsein zu schaffen, gerade auch bei den Unternehmern und so weiter. Und das ist irgendwie das, was wo du auch gerade gesagt hast, ist grandios gescheitert, das irgendwie über die Logik zu versuchen. Und ich denke, wenn es überhaupt was gibt, dann ist das dieses Missing Link, weil wenn du das den Topreichen und den Supermanagern nahebringen kannst, ey, verbinde dich mal mit dem Indianer im Regenwald persönlich. Dann wirst du das nicht mehr schaffen, den Regenwald platt zu machen, nur damit du da ein paar mehr Hamburger hinterher bei McDonald's ins Regal schieben kannst, weil dann wirklich diese Atman-Verbindung, kann man ja ruhig so nennen, Genau, die da ist und Atmanverbindung, ja. dann merkt man, ey, das ist ein Teil von mir. Absolut. Und zwar ist ja immer die Frage, was glauben wir und was macht für uns Sinn? Und wenn ich verbunden bin mit diesem Mann im Regenwald, macht natürlich das Abholzen keinen Sinn, weil ich ja natürlich eine empathische Verbindung dorthin habe. Wenn ich die natürlich absolut nicht habe und sage, das Einzige, was zählt, ist, dass morgen das Bankkonto voller ist als heute, macht es ja auch Sinn zu sagen, dann hauen wir da den Wald weg und machen Palmölplantagen draus oder sonst was. Und im Übrigen, das gilt hüben wie drüben für alle, nicht nur für die großen Manager. Gott sei Dank ist ja das nicht Elitärste, was es gibt. Nämlich diese Erfahrung zu machen, das machen übrigens ganz verrückt, wenn man dieses Buch mal Kindern in die Hand gibt und schaut, wie die da damit umgehen, was die für Erfahrungen machen. Also man braucht keine Vorbildung, man braucht keinen intellektuellen Überbau, im Gegenteil, vielleicht je weniger, desto besser. Aber ist jedem zugänglich, weil das etwas kollektiv Vorhandenes ist, das dort wieder ins Leben gebracht wird, was am Ende eine neue also durch die Sinnlichkeit und das Ansprechen der Sinne kommt es auch zum Überdenken des Sinns in unserem Leben, in unserem Tun, in unserem Handeln, privat wie übrigens wirtschaftlich. Und ich denke, das ist auch, und da kommt jetzt dann doch der Punk wieder ein bisschen durch, das ist natürlich auch eine super Guerilla-Maßnahme, weil man natürlich sagen kann, ohne überhaupt vorher irgendjemand irgendetwas erklären zu müssen, guck mal, das sind schöne Bilder, da ist eine Ausstellung, geh doch mal hin und guck dir die mal an. Noch besser, wenn einer sagt, Mensch, so ein Bild kaufen, ich bin ja Kunstspekulant, ja, und kaufe mir alles, was gerade hip ist, weißt du was, ich kaufe mir so ein Bild und hänge mir das in die Wohnung und das ist dann halt irgendwie so ein Finanzhai oder so. Ja, also ein besseres U-Boot kannst du ja überhaupt nirgendwo hinschicken. Ja. Und deswegen, ich lerne gerade selbst,
wie mächtig dieses Werkzeug ist. Und ich versuche jetzt eigentlich mit dem, was ich kann und was ich möglich machen kann, das sozusagen in die Welt zu bringen. Und das tue ich aber im kompletten Verständnis, dass das mir alleine sowieso überhaupt gar nie gelingen können wird, sondern dass wir das kollektiv können. Und alles, was ich gerade versuche zu machen, ist, Öffentlichkeiten zu erzeugen, indem ganz viele Menschen diesen Atmangeist über diese Bilder, die ich ja zur Verfügung stelle, sozusagen transportieren, Facebook, Twitter-Postings machen, das Ding raustragen, damit es jedem zugänglich wird. Und ich kann nur mir wünschen, dass der wahrscheinlich unter diesem Video stehende Link, den wir anbieten werden, wo es direkt auf die Website geht, wo man diese Erfahrung mal machen kann, dass jeder jetzt mal Bock hat drauf, das zu tun. Und aber dann, wenn er diese Erfahrung gemacht hat, sozusagen es dem Nachbarn, dem Freund auch erzählt und sagt, da gibt es irgendwas Cooles, kostet nichts, geht schnell, ist irgendwie auch sowieso schön. Mhm. Ja, das ist die Macht von Kunst und das ist die Macht der Sinnlichkeit, die wir nicht unterschätzen dürfen. Das ist eine große Kraft und das ist eben auch ein Teil des Menschseins. Und das anzusprechen und zu befördern, ist für mich mittlerweile, ich habe nun viel gemacht in meinem Leben und ich fand es immer cool, was ich gemacht habe, sonst hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Aber das ist schon wirklich das Schönste und mich selbst auch erfüllendste, was ich bisher in dieses Leben bringen durfte. Und da gibt es noch viele Ideen und gibt es auf jeden Fall totale Offenheit für jede Art von Kollaboration, öffentliche Räume zu schaffen, große Billboards in Städte zu hängen, in Räumen, einfach nur um diese Konfrontation mit einer sinnlichen Erfahrung, wo ich glaube, dass das in der Entwicklung von Bewusstsein mehr tut, als die ganzen Doktor-Schlau-Bücher und Professor, ich erkläre dir die Welt, ich glaube, das ist alles nett und ich kenne auch viele und schätze auch einige davon. Aber ich für mich kann sagen, ich habe das jahrelang gemacht. Es ist nicht so gelaufen, wie ich mir es gewünscht hätte. Und hier mache ich gerade erstaunliche Erfahrungen im Feedback und in der Auseinandersetzung. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir damit eine Welle des neuen Bewusstseins auslösen könnten und freue mich auch deswegen, heute mit dir dieses Gespräch habe führen zu dürfen und du mir die Gelegenheit gibst, sozusagen auf deiner Plattform, die ich ja toll finde, wo du ja auch sagst, das willst du schaffst damit einen digitalen öffentlichen Raum in dieser Auseinandersetzung, finde ich ganz, ganz toll und davon Teil sein zu dürfen, da sage ich schon mal vielen, vielen lieben Dank. Schauen wir mal, was wir da noch gemeinsam alles draus machen können. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, da schließen sich ja dann auch einige Kreise. Ne? Also dein Baby-Internet, sage ich mal so, ist ja nicht deins, aber du bist auf jeden Fall maßgeblich dafür verantwortlich, dass das so groß geworden ist. Ist ja jetzt das perfekte Medium auch, um wirklich die breite Masse oder die ganze Welt zu erreichen. Ja. Und ich schätze mal, die Kollegen, Unternehmer und Manager, wenn die denn auf den ollen Kolb überhaupt noch Lust haben, der jetzt völlig verrückt geworden ist, die werden wahrscheinlich dann in Zukunft, wenn sie dich dann noch einladen zu Vorträgen, das sich angucken müssen auch. Das wird sie wahrscheinlich nein, dann, oder? Also müssen tut ja niemand. Dürfen. Wollen. Ja? Aber also, ich meine, die werden das dann da auch zu sehen bekommen. Die werden das zu sehen bekommen, weil sie es wollen. Natürlich gibt es immer eine Neugier, ja, und die gucken natürlich auch, was macht der verrückte Kolb jetzt da gerade. Und das ist ja nun kommt ja für viele wirklich total überraschend wieder. Ja. Mhm. Damit kann ich mittlerweile umgehen, weil ich immer wieder solche Brüche hatte, wo alle total überrascht waren, was ich jetzt mache. Für mich hat das ja in sich schon einen roten Faden. Also für mich ist das ja schon eine ganz konsequente Weiterentwicklung, ein inneres Wachstum auch. Und ich biete an, das zu teilen. Mhm. Ich biete an, das sozusagen jetzt nicht für mich zu bunkern und zu sagen, ich lebe auf Hawaii, ich schicke euch Weihnachten eine Postkarte, sondern ich möchte das anfassbar, nahbar machen, ich möchte teilen und muss halt schauen. Das kann ich natürlich jetzt nicht mit jedem individuell und persönlich, also geht das nur medial. Ich glaube auch im Übrigen, dass dieses Buch ein wundervolles Medium ist. Auch ein Medium, natürlich kann man sich im Internet anschauen,
Das kann man sich mal in dem Buch anschauen, kann man sich dann in Ausstellungen anschauen. Ich glaube, dass die Sinnlichkeit das Entscheidende ist. Und wenn ich heute dann auf Leute treffe, die ganz überrascht sind und sagen, was machst denn du jetzt da für komisches Zeug? Dann haben wir auf jeden Fall mal 2, 3 Stunden Gesprächsstoff. Und das sind immer launige Gespräche, aber auf eine leichte Art. Ja. Es geht nicht um den Zeigefinger, es geht nicht darum, jemanden zu kritisieren. Ich habe vollstes Verständnis, warum alle funktionieren, wie sie irgendwie funktionieren müssen da draußen, insbesondere in den Vorstandsetagen der großen Wirtschaftsunternehmen. Aber die gute Nachricht ist, die ich nun als Beispiel geben kann, nicht weil ich sie mir ausgedacht habe, sondern weil ich selbst Beispiel bin dafür. Leute, es gibt noch viel, viel mehr, was wir entdecken können in uns. Und das hat ganz viel mit Freude zu tun. Und dazu kann ich nur jeden ermuntern. Man wäre ja blöd, wenn man es nicht täte. Großartig, perfektes Schlusswort, finde ich. Besser geht's nicht. Sehr schön, ganz, ganz klasse. Vielleicht zum Schluss gebe ich, hast du die Gelegenheit noch, wenn die Leute mehr über dich und deine Arbeitsprojekte wissen wollen, wo finden sie dich? Also googeln, meinen Namen googeln ist ja, da gibt es ganz viel, aber ich würde empfehlen die atman.de, Das ist eine eigene Webseite, das ist die eine kann man eigene einfach Website, verlinken. atman.de. Dort steht ganz viel noch an Hintergrundinformationen, wie es zu diesem Projekt kam. Aber man kann eben dort auch einen Teil dieser Sachen sich selber anschauen. Man kann es auch mal selber ausprobieren. Es geht ja um Erfahrung, es geht ja nicht nur ums Lesen. Es sollen die Leute eigentlich erstmal die Erfahrung machen. Danach können sie, wenn sie neugierig sind, immer noch ein paar Sachen lesen. Ist da aber alles zu finden. Und würde mich, wie gesagt, freuen, wenn dort das Ganze so weitergetragen und weitererzählt wird, dass es eben auch viele Menschen erreicht. Wunderbar, großartig. Na, da bin ich ja mal gespannt, wir sind ja noch jung, gell? Natürlich. Was da noch alles an Projekten Ich kommt, auch. wenn du dich das nächste Mal neu erfindest. Ja, toll. Also ich bin super, super happy. Danke dir, dass ich dich interviewen durfte und dass wir dich dabei haben. Du gehörst perfekt zur Lebensenergie-Konferenz, auf jeden Fall. Dankeschön. Herzlichen Dank. Super. Herzlichen Dank. Okay, alles klar. Liebe Leute, das war mein großartiges Interview mit Bernd Kolb. Danke fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Und wie der Bernd ja schon sagt, erzählt es weiter, ladet alle ein. Die Links zu seinen Website packen wir auch natürlich mit auf sein Expertenprofil. Und ja, bis zum nächsten Mal. Lasst euch immer schön gut gehen. Ciao.